Recht herzlich willkommen zur 120. Folge von Avorion. Ja, wir waren letztes Mal unterwegs, sind noch gesprungen in dieses System, wo wir dann das Tor nehmen wollten, nach hierhin, um dann irgendwo Richtung unseres Miners zu kommen. Haben aber, glaube ich, nichts mehr gemacht. West, Nord, West. West, Nord, West ist richtig, also das Tor passt. Und wir mussten aber gucken, dass wir ja den Cooldown hinkriegen. Aber was mir dann nachher noch so eingefallen ist, was wir ja natürlich am besten machen sollten... Wir können ja mal gerade ins B reingehen und gerade gucken, dass wir noch einen Generator hier irgendwo hinflanschen, oder? Dann müssten wir doch mal ein bisschen mehr Saft kriegen. Hier ist doch noch Platz, da können wir noch mal was machen, oder? Steuerung C und dann gehen wir hier unten auf Generator. Auf grün, Generator. Ein weiter. Container, Generator, Schiffsgenerator. Steuerung V. Und, ne, Schildgenerator, ich brauche nicht Schild, Generator brauche ich nur. So, den habe ich. Ist der jetzt passend groß? Steuerung V. Generator? Oder ist das Teil da größer? Ach, der ist größer, okay. Dann machen wir den nochmal weg. Und bauen das Gerüst. Das hier. Mal ganz klein rein. Oder? Ach so, deswegen ging das nicht. Alles klar, aber ich glaube, dann ist das schon in der passenden Höhe, ne? Könnte sein, ja. Dann lass den da auch mal gerade entfernen. Und mach da das gleiche. Gerüst. Da ist es. Bauen wir da hin. So, und dann gehen wir wieder zum Generator, der hier ist. Machen den groß, kopieren den und fügen das ein und bauen den Generator, der jetzt ein Energiecontainer ist. Jetzt lass überlegen, wir machen Generator. Energiecontainer sind ja da. Machen wir gerade eine Spiegelachse hin. Das ist aber wohl die falsche. Komm, ist egal, brauchen wir keine Spiegelachse, sondern machen gerade den Generator so und den auch. Und dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, oder? So. Ich wollte aus dem Baumenü raus und wollte dann in dieses Tor fliegen. Und dann gucken wir, dass wir da hinkommen. So, wir sind schnell unterwegs und fliegen dann da durch. So, was zeigt denn der da oben an? Wir sind schwach, ne? Ja, gut. Unser Dingens baut gerade ab. Da sind wir durchs Tor, das ist auch gut so. Was sagt die Karte? Wir sind hier mit 7 Schiffen und 4 Stationen. Okay, dann gucken wir mal gerade rein, was es hier ist. Das ist ein Depot, Ressourcendepot. Das ist eine Handelsstation, da können wir mal gerade reingucken, was die hat an Crew. Oh. Dann sollten wir da mal hinfliegen, wenn die einen Kapitän haben, oder? Einmal da bitte hin, weil das nehmen wir dann mit, oder? Das ist ja doch schon wichtig. Oh, hatten wir nicht so einen Bremser eingebaut? Bin ich jetzt von überzeugt, dass ich eigentlich eine Bremse eingebaut hätte? Ist dem wohl dann doch nicht so? Da ist ein Dockingport. Okay. Kann das jetzt äußerst schlecht sehen, weil die genau übereinander sind, ne? So. Sind tatsächlich beide unten wohl. Okay. Da sollten wir noch hinkriegen. Wir sind schon angeschlagen, weil unser Schiff etwas länger ist. Alles klar. Und docken. Q
Akku erneuern. Nur einer. Können wir uns auf jeden Fall aber leisten. Gut, da ist noch einer. Anheuern. Ich wollte sie schon beide haben. So, jetzt gucken wir mal gerade, ob wir sie auch mit haben. Ja, jetzt haben wir drei. Das ist doch cool, oder? Okay. Hier sind wir dann aber durch, oder? Noch ein Kapitän ist ja nicht verkehrt. Da ist ein Ressourcendepot. Also wir können mal gucken, was hier noch so... Ach, das sehen wir besser auf der Karte, ne? Handel, Handel, Reparatur und Ressource. Zwei Tore. Handel, Edelmetall, okay. Hier wäre natürlich was zum Hinspringen. Und darunter ist kein Blips. Ne, dann würde ich mal sagen, wir springen mal gerade dahin und gucken, was da los ist, oder? Karte weg. Und wir springen. Ich will jetzt nicht hier. Da gucke ich doch mal lieber daneben her. Da müssen wir springen. Und können wir auch schon. Springen wir mal in den Sektor und gucken, was da drin los ist. Lade. Ja, lass mal gerade reingucken. Zwei Schiffe von der demokratischen. Hier gibt es viele Asteroiden. Was zeigt er mir hier oben an? Wertvolle Objekte gefunden. Wo sind denn meine wertvollen Objekte jetzt? Ein schweres Bergbauschiff. Okay. Ja, komm, das ist... Wo zeigt das zweite an? Da. Das ist dann Asteroid, oder? Ja, das ist der Asteroid. Den können wir dann wahrscheinlich claimen, ne? Vielleicht fliegen wir da mal gerade hin. Nehmen den wenigstens mit. Gucken, dass wir hier nirgendwo gegenballern. Okay. Und wir sind dran. Ist 17 war das, ne? Und was mussten wir da haben? Ich glaube, ah, da geht schon F. Den nehmen wir ein. Und Asteroiden verkaufen, können wir an die, wird die Beziehung verbessern, aber das sein. Aber wir sind hier in einem Bereich, der uns ja ganz wohlgesonnen ist, ne? Also, was kostet denn hier uns Mine gründen? Wir haben 6,8. Das wäre jetzt nicht, was ich haben wollte. Edelmetalle, Eismine, Kohlemine, Erzmine, Siliziummine, Zink, Aluminium. Okay. Müssen wir dann noch überlegen, was man daraus macht. Müssen wir mal einmal in die Karte und Notiz hinzufügen. Asteroid. Okay, haben wir notiert. Und hier gibt es 1821 Asteroiden noch zusätzlich. Astronia. Was sind jetzt hier Astronia? Egal. Karte raus. Und das zweite war dort. Das war jetzt das da, ne? Also ich habe jetzt einen Asteroiden ausgewählt, aber das war jetzt nicht das, was wir haben wollten.
So, das ist der Bergbau. Was zeigt er mir denn da jetzt an? Das ist jetzt mein Asteroid, ne? Irgendwas ist da ja noch. Dann gehen wir da weg und dann sehen wir, dass das da hinten noch angeklickt ist. Was ist mit dem Schiff hier los? Interagieren wir mal gerade mit. Gibt es hier was Interessantes? Okay, das ist also ein ganz normales Bergbauschiff. Könnt ihr mal gucken, ne? So, ich werde reingesteckte Objekte zerstört, aber mit einem hohen wahrscheinlich bekommen wir, ja, das kennen wir ja schon. Gut. Aber da vorne ist jetzt dieses Objekt. Da fliegen wir jetzt mal hin. Und räubern das aus. Sieht man ja kaum, ne? Schon ziemlich gut getarnt, das Ding. So, F interagieren. Öffnen. So, jetzt haben wir den Salvaging Geschützturm da bekommen. Können wir den mal sehen, ja. Oh, jetzt ist er weg. Ne, doch nicht, da ist er noch. Abwrackgeschützturm, außergewöhnlich. Ja. Ja, Abwracker brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Das heißt, wir können hier mal gerade rausfliegen aus der Stelle. Und haben den jetzt, ist ja alles gut. Jetzt wertvolle Objekte. Ja, das war das, den haben wir gerade geholt. Und der zweite war der da, der ja uns gehört, ne? Also haben wir die wertvollen Objekte zusammen. Gut, Karte hat uns jetzt dann sozusagen da nichts. Ja, hat uns schon was gebracht, ist klar. Wir springen jetzt aber mal hier hin und gucken, dass wir dann da hinkommen. Und dann wollen wir ja Richtung Miner 1, ne? Sprungroute berechnet, los geht's. Wir haben noch einen Kapitän gekriegt, ist also auch gut. Ja, wir haben jetzt nicht mehr nachgeguckt, ob noch irgendwo was ist mit Kapitän oder sowas, aber das ist jetzt auch nicht so spielentscheidend. Wir haben ja jetzt schon 3 Kapitäne, also es lohnt sich. So. Hatten wir hier schon geguckt, was da im System ist? Ne, ne, doch, hatten wir schon. Da ist ein Tor. Ja, das ist jetzt unser Tor, wo wir hinwollen, ne? Südwest passt, oder? Gut. Legen wir mal die Richtung. Kommen wir hier vorbei, ja, ne? Sieht doch gut aus, oder? Ja. Passt. Hier war nur ein Tor und sonst nix, oder wie? Ne, das war sogar ein Ende. Noch nicht mal ein Tor. Noch besser. Ist dahinter was versteckt? Nein. Was machen wir jetzt? Wo ist denn der Miner? Da unten. Hier blinkt auch nix. Das bedeutet, um da hinzukommen, müssen wir einen doppelten Sprung sowieso machen. Da ist ein Schrottplatz. Ich würde jetzt einfach mal da hingehen. Weil dann sehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr hier oben, was da sein könnte, ne? So, Sprung ist schon fertig. Ja, Cooldown haben wir da oben und unsere Batterie ist jetzt, glaube ich, auch mit dem zweiten Generator besser, ne? Ne, hier gibt's nichts mehr, leider. Springen wir da jetzt hin, ne? Schiffrekonstruktionsmarke, was heißt das? Was möchte der mir jetzt hier sagen? Keine Ahnung. Da müssen wir springen. Machen wir mal.
Ach so, eine Rekonstruktionsmarke mal gekriegt, oder was? So, was war hier? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Elemente, Ressourcendepot, Handelsposten, Handelsposten. Asteroiden gibt es ja auch noch. Und Tore gibt es auch noch. Zwar ein Südtor und sonst nichts, ne? Ist die Frage, ob hier oben noch was ist. Da geht es zum Zentrum noch mehr. Ich glaube, wir fliegen jetzt. Warte mal, die Karte verschieben. Ja, rechte Maustaste. Reinzoomen war so. Jetzt gucken wir mal da. Kupfer, Handelsposten, Kohle, räume hier Ressourcendepot. Okay. Da war der Schrottplatz. Und hier. Handelsposten. Oh, er empfängt unzählige Subraumsignale. Gut, dann wollen wir mal schnellstens gucken, dass wir aufs Tor zukommen. Süd-Südost ist ja richtig. Dann nehmen wir das mal gleich ins Visier. Wer weiß, wer da noch kommen mag. Wir brauchen jetzt niemanden, ne? So, nächster Sektor. Ja, da sind wir hier. Ja. Drei Tore. Das ist unser zweiter Miner. Jetzt da lang ist es. Ja, wir müssten jetzt hier lang diesen Weg. Fremdartige Schiffe sind erschienen. Okay, die wollen wir aber nicht. Da oben sind sie. Keine Ahnung, ob die lieb oder nicht lieb sind. Wir sind auf jeden Fall weg. Die schießen da auch schon. Das ist nicht gut. Gut. Hier war jetzt nicht so was von Bedeutung. Darunter ist nur der Weg nach da. Tut sich aber dann wohl auch nichts mehr auf. Wir müssten jetzt hier weiterfliegen zum Miner. Ja. Sprung ist 12 Sekunden. Wir müssen West-Südwest anfliegen. Das passt dann schon. Dann nehmen wir den da, bis sich unsere Akkus wieder aufgeladen haben, beziehungsweise die Sprungzeit rum ist für das nächste Ziel dann. Dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. So. Ja. Gibt's hier jetzt was? Können wir hier Crew erneuern? Da wird's einen Kapitän geben. Den wir nicht kriegen, weil wir ja nicht genug freundlich sind. Naja, du brauchst Beziehungen für mindestens gut. Okay, das wissen wir jetzt schon mal. Jetzt ist zu überlegen, ob wir da weiter runterfliegen, den Miner da wegholen oder ob wir hier bleiben. Aber das entscheiden wir dann in der nächsten Runde. Ich denke, wir fliegen jetzt einfach hier nächstes Ziel an. Und springen noch dahin. Wir wollen den Miner erstmal da besuchen, gucken, dass wir dem Kapitän gönnen und dass es dann weitergeht, ne? Gut, den Sprung machen wir gerade noch. Und dann schauen wir gerade noch auf die Karte. Na, komm schon. Ah, Sektor ist schwer zu laden, da ist er. Ja, und dann gucken wir mal, was da geht oder nicht geht, ne? Da ist jetzt nichts von solchen Dingen. Ja, da müssen wir die Tore weitermachen. Das Ganze machen wir aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.